diese Elte. Roadtrip-Pläne geändert, ich bin wieder in Vancouver, noch, und gleich bin ich woanders. Back in the United States, ich bin wieder in Kalifornien, und zwar in der Nähe von San Francisco, Vermont. Und zwar zum Training für meinen neuen Job, den ich jetzt in den nächsten zwei Monate machen will. Schauen wir uns das mal an, hinter mir ist dann auch Tesla. Erstmal was zu trinken geholt und dann gehe ich noch was essen. Moin aus Vancouver. Ich bin immer noch bei meinem Job. Mittlerweile jetzt schon, ich weiß gar nicht, 10 Tage oder so. Wir fahren hier die Karten durch die Gegend, die Stadt mappen für neuen 3D-Map-Gedöns. Gerade in ein Hotel eingecheckt. Sandman Suite, 8. Stock. Und ich habe hier so ein ganzes, ja, ganzes Apartment für mich. Oh, inklusive Terrasse, Kühlschrank, Herd. Also nicht schlecht. Und Bad und Schlafzimmer. Wird alles bezahlt. Ich kriege irgendwie irgendwas um die $20. Und ja, eigentlich in der Regel den ganzen Tag arbeiten und dann abends im Hotel abhängen. Mal gucken, wie lange ich das mache. Ich denke mal, vielleicht einen Monat ist angeplant, um dann halt weiter in Yukon zu fahren. Also es wird dann nicht mehr, jetzt nächste Zeit nicht mehr ganz so viele Videos geben. Aber ja, im Juni oder so wird dann halt im Juli ist dann die nächste Tour, Juli, August hoch in den Yukon und dann geht's wieder weiter. Aber erstmal mal ein bisschen Kohle verdienen. In dem Sinn, bis später. Normaler Arbeitstag. Back at work. Mapping DC. Mapping Vancouver Island. Das Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht auf den FedEx sie stehen, sich noch einmal umzusehen. Es ist ins Vaterland, sowas. Ins Heimatliche. Wir werden den ganzen Tag auf der Insel herumfahren und die Insel. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Massive Tuna Sandwich and this. Arbeit kann so einfach sein. Mahlzeit aus Kamloops, von Vancouver Island jetzt nach Kamloops. Ich hänge hier ab im mega ranzigen Super 8 Hotel. Voraussichtlich eine Woche und dann oder zwei, dann kündige ich den Mist. Und gehe wieder auf Reisen. Ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, wie gesagt, der Job. Wir fahren mit den Karren rum, meistens 12 Stunden am Tag, außer wenn es regnet wie jetzt. Dann hängen wir im Hotel ab und mal gucken. Jetzt gucke ich mir vielleicht mal Kamloops an und hoffe, dass es morgen wieder mit Arbeiten und Geld verdienen weitergeht. Genau. Das ist erstmal der Stand und wir haben es jetzt, glaube ich, Mitte Juli. Mittagspause im nördlichen BC. Oh, so viele Mücken. Oh, total cool. Gerade Wasserfall angeschaut. Ah, British Columbia ist so nice. Auch meinen ersten Bären gesehen, aber war zu schnell weg für meine Kamera. Vielleicht das nächste Mal. So, jetzt geht's zurück zur Arbeit. Musik.
stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns um. Ich bin jetzt in Kamloops, letzter Tag. Morgen geht's zurück nach Vancouver. Letzte 6 Wochen gearbeitet. Spontane Aktion. Gut, genau, das ist das Update. Danach, wenn ich mein Auto abgeholt habe, geht's nach Banff und John. Und dann hängen wir ein bisschen Alberta ab, bevor es dann in Yukon hochgeht. Ja, dann war's das dann halt von hier, ne? Bis dann.